1. September 1939. Nach der Lüge, die Polen hätten einen deutschen Radiosender angegriffen, eröffnet Nazi-Deutschland einen Vergeltungsfeldzug gegen Polen und löst damit den Zweiten Weltkrieg aus. Polen befindet sich in einem Zweifrontenkrieg, als es am 17. September auch von der Sowjetunion aus dem Osten überfallen wird. Am 28. September kapituliert Warschau offiziell vor den Deutschen und einen Tag später teilen Deutschland und die Sowjetunion das Land unter sich auf, gemäß dem geheimen Zusatzprotokoll zu ihrem Nichtangriffspakt. Nach der Niederlage der polnischen Armee unterdrücken die Deutschen rücksichtslos die polnische Bevölkerung, die sie als rassisch minderwertig betrachten. In den Wochen nach dem deutschen Angriff erschießen deutsche SS, Polizei und Militäreinheiten Tausende von polnischen Zivilisten, darunter viele Mitglieder des polnischen Adels, des Klerus und der wissenschaftlichen und kulturellen Elite. Etwa 1,8 Millionen Juden, die in dem von Deutschland besetzten Gebiet verblieben sind, werden in Ghettos eingesperrt. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 werden über 3 Millionen polnische Juden in Konzentrationslager der Nazis deportiert. Eines dieser Lager ist Stutthof und eine seiner berüchtigsten Aufseherinnen wird Gerda Steinhoff. Gerda Steinhoff wurde am 29. Januar 1922 in Danzig, dem heutigen Gdansk, geboren, das damals zum Stadtstaat Freie Stadt Danzig gehörte. Als Jugendliche arbeitete Gerda, eine Tochter evangelischer Eltern, als Hausmädchen auf einem Bauernhof in Tügenhagen bei Danzig. Die Freie Stadt Danzig wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Im Versailler Vertrag von 1919 legten die Siegermächte, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und andere verbündete Staaten, dem besiegten Deutschland territoriale, militärische und wirtschaftliche Strafmaßnahmen auf. Eine Bestimmung verlangte, dass Deutschland Westpreußen einschließlich Danzig an den neu errichteten Staat Polen abtreten musste, dem bestimmte Rechte zur Nutzung der Hafenanlagen der Stadt eingeräumt wurden. Danzig, eine ethnisch weitgehend deutsche Stadt, wurde eine freie Stadt unter dem Schutz des Völkerbundes, aber mit besonderen Verwaltungsbeziehungen zu Polen. Der Völkerbund war die erste internationale zwischenstaatliche Organisation, deren Hauptaufgabe darin bestand, den Weltfrieden zu erhalten. Deutschland wollte jedoch den Verlust dieser Stadt nicht hinnehmen. Nachdem Adolf Hitler mit seiner NSDAP im Januar 1933 an die Macht gekommen war, war er entschlossen, die militärischen und territorialen Bestimmungen des Versailler Vertrags aufzuheben. Nachdem die NSDAP im Mai 1933 zur führenden Kraft in Danzig geworden war, nahm die antipolnische Stimmung zu und sowohl die Germanisierungs- als auch die Segregationspolitik wurden intensiviert. 1935 wandte sich die jüdische Gemeinde Danzigs an den Völkerbund mit der Bitte um Hilfe, aber zu diesem Zeitpunkt war die Organisation zu schwach, um ausreichenden Einfluss zu haben. Ab 1937 wurde die Beschäftigung von Polen in deutschen Unternehmen verboten und bereits beschäftigte Polen wurden entlassen. Der Gebrauch der polnischen Sprache in der Öffentlichkeit wurde verboten und die Polen durften einige Restaurants nicht mehr betreten, insbesondere solche, die Deutschen gehörten. Nach der Pogromnacht vom November 1938, einer Reihe von koordinierten gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Juden in ganz Nazi-Deutschland und den kürzlich eingegliederten Gebieten, wurden die Nürnberger Rassengesetze mit nur wenigen Änderungen in Kraft gesetzt. Mit der Verschärfung der antijüdischen Gesetzgebung wanderten die meisten Danziger Juden aus, sodass nur noch 4.000 übrig blieben. Die jüdische Gemeinde und die Regierung beschlossen, im Hinblick auf die jüdische Auswanderung zusammenzuarbeiten und am 17. Dezember 1938 erklärten die Juden öffentlich ihre Bereitschaft zur Ausreise. Ab 1939 arbeitete Gerda Steinhoff in einer Bäckerei in Danzig und wurde später Straßenbahnschaffnerin. Als der Krieg am 1. September 1939 ausbrach, hielten die polnischen Streitkräfte in der Stadt bis zum 7. September aus. Bis zu 4.500 Angehörige der polnischen Minderheit wurden verhaftet und viele von ihnen hingerichtet. In der Stadt selbst wurden Hunderte von polnischen Gefangenen grausamen Hinrichtungen und Experimenten unterzogen, darunter die Kastration von Männern und die Sterilisation von Frauen, die als gefährlich für die Reinheit der nordischen Rasse angesehen wurden, sowie die Enthauptung durch die Guillotine.
Die Justiz war eines der wichtigsten Instrumente der von Nazi-Deutschland in der Stadt betriebenen Vernichtungspolitik gegenüber den Polen. Und die Urteile wurden mit der Aussage begründet, dass die Polen Untermenschen seien. Als sich Danzig im September 1939 mit Deutschland vereinigte, lebten nur noch 1600 Juden in der Stadt. Die Auswanderung setzte sich bis zum Herbst 1940 fort und Ende Februar 1941 wurden die verbliebenen 600 Danziger Juden in den Tod nach Polen deportiert. Im September 1939 errichteten die Deutschen das Lager Stutthof in einem Waldgebiet westlich von Stutthof, einer Stadt etwa 22 Meilen östlich von Danzig. Das ursprüngliche Lager, das sogenannte Alte Lager, war von Stacheldrahtzäunen umgeben und verfügte über 8 Baracken für die Häftlinge, die 1940 von Strafgefangenen errichtet wurden. Das Lager wurde im Rahmen der ethnischen Säuberung errichtet, die auch die Liquidierung der polnischen Eliten sowie der religiösen und politischen Führer umfasste. Schon vor dem Krieg hatten die Deutschen Listen mit zu verhaftenden Personen erstellt und die NS-Behörden prüften heimlich geeignete Orte für die Errichtung von Konzentrationslagern. Ursprünglich war Stutthof ein ziviles Internierungslager, das dem Danziger Polizeipräsidenten unterstellt war, bevor es später massiv ausgebaut wurde. Im November 1941 wurde es zu einem Arbeitserziehungslager für politische Gefangene und Personen, denen Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin vorgeworfen wurden und wurde von der SD, Deutsche Sicherheitspolizei, verwaltet. Im Januar 1942 wurde Stutthof schließlich zu einem regulären Konzentrationslager unter der Zuständigkeit der SS. Im Jahr 1943 wurde das KZ Stutthof erweitert und ein neues Lager neben dem früheren errichtet. Es enthielt 30 neue Baracken und war von einem elektrifizierten Stacheldrahtzaun umgeben. Ein Krematorium und eine Gaskammer wurden 1943 hinzugefügt, gerade rechtzeitig, um mit den Massenexekutionen zu beginnen, als Stutthof im Juni 1944 in die Endlösung einbezogen wurde. Die maximale Kapazität der Gaskammer betrug 150 Personen pro Exekution. Schließlich wurde Stutthof zu einem riesigen Netz von Zwangsarbeitslagern. 105 Stutthof-Außenlager wurden im gesamten nördlichen und zentralen von Deutschland besetzten Polen eingerichtet. Zehntausende von Menschen wurden in das Lager Stutthof deportiert. Bei den Gefangenen handelte es sich hauptsächlich um nicht-jüdische Polen. Die Bedingungen im Lager waren brutal. Viele Häftlinge starben während der Typhus-Epidemien, die das Lager im Winter 1942 und erneut 1944 heimsuchten. Diejenigen, die von den SS-Wachen als zu schwach oder zu krank zum Arbeiten eingestuft wurden, wurden in der Gaskammer ermordet. Die Vergasung mit Zyklon B begann im Juni 1944. 4000 Häftlinge, darunter auch jüdische Frauen und Kinder, wurden vor der Evakuierung des Lagers in der Gaskammer getötet. Die Lagerärzte ermordeten auch kranke oder verletzte Häftlinge im Krankenrevier mit tödlichen Phenolinjektionen. Insgesamt starben mehr als 60.000 Menschen im KZ Stutthof und seinen Außenlagern. Bis 1942 waren die Häftlinge fast ausschließlich Polen. Ab 1944 stieg die Zahl der Häftlinge beträchtlich an, wobei die Juden einen erheblichen Teil der Neuankömmlinge ausmachten. Das erste Kontingent von 2500 jüdischen Häftlingen kam im Juli 1944 aus Auschwitz. Insgesamt wurden 23.566 Juden, darunter 21.817 Frauen, von Auschwitz nach Stutthof verlegt. Das Personal des Lagers bestand aus SS-Wachen und ab 1943 aus ukrainischen Hilfskräften. Am 25. Januar 1944 heiratete Gerda Steinhoff und brachte bald darauf ein Kind zur Welt. Im Juni desselben Jahres begann die SS in Stutthof damit, Frauen aus Danzig und den umliegenden Städten zu rekrutieren, um sie zu Lageraufseherinnen auszubilden, die im Frauenaußenlager von Stutthof, Bromberg Ost, eingesetzt werden sollten. Eine dieser Frauen war Gerda Steinhoff, die zu dieser Zeit als Straßenbahnschaffnerin arbeitete. Bis zum 31. Oktober 1944 gehörte sie zur SS-Wache in einem der 40 Außenlager, Stutthof SK3, und war für 400 Frauen und Kinder zuständig, die ihr ausgeliefert waren. Vom 31. Oktober bis 1. Dezember 1944 war sie SS-Oberaufseherin im Danziger Holm, einem weiteren Außenlager von Stutthof.
Vom 1. Dezember 1944 bis zum 18. Januar 1945 bekleidete sie die gleiche Position in Bromberg Ost, dem bereits erwähnten Frauenaußenlager von Stutthof. In allen Lagern war Steinhoff mit Hingabe bei der Sache und wurde als rücksichtslose Aufseherin bekannt. Sie war dafür berüchtigt, dass sie einige weibliche Häftlinge, darunter auch Kinder, entweder mit bloßen Händen oder mit der Peitsche zu Tode prügelte. Außerdem nahm sie an der Auswahl von Häftlingen teil, die in die Gaskammern geschickt werden sollten. Am 25. Januar 1945 wurde sie für ihre Verdienste als Aufseherin mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Im Januar 1945 begann die Evakuierung der Häftlinge aus dem Lagersystem von Stutthof in Nordpolen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich fast 50.000 Häftlinge in den Lagern von Stutthof, die überwiegende Mehrheit von ihnen Juden. Etwa 5.000 Häftlinge aus den Außenlagern von Stutthof mussten an die Ostseeküste marschieren, wurden ins Wasser getrieben und mit Maschinengewehren erschossen. Der Rest der Gefangenen wurde in Richtung Lauenburg in Ostdeutschland geschickt. Ihnen wurde jedoch der Weg von den vorrückenden sowjetischen Truppen abgeschnitten, sodass die Deutschen die überlebenden Gefangenen zurück nach Stutthof trieben. Aufgrund des harten Winters und der brutalen Behandlung der SS-Bewacher starben Tausende von ihnen während des Marsches. Ende April 1945 wurden die verbliebenen Häftlinge von Stutthof auf dem Seeweg abtransportiert, da Stutthof vollständig von den sowjetischen Streitkräften umzingelt war. Auch hier wurden Hunderte von Gefangenen ins Meer getrieben und erschossen. Man schätzt, dass mehr als 25.000 Häftlinge, also jeder zweite, bei der Evakuierung von Stutthof und seinen Außenlagern ums Leben kamen. Als die sowjetischen Truppen Stutthof am 9. Mai 1945 befreiten, fanden sie nur etwa 100 Häftlinge vor, denen es gelungen war, sich während der letzten Evakuierung des Lagers zu verstecken. Insgesamt durchliefen etwa 100.000 Häftlinge Stutthof. 60.000 von ihnen kamen ums Leben, weitere 22.000 wurden in andere Konzentrationslager verlegt. Kurz vor Kriegsende konnte Gerda Steinhoff aus dem Lager fliehen und nach Hause zurückkehren. Sie wurde am 25. Mai 1945 verhaftet. Steinhoff wurde dann im ersten Stutthof-Prozess, der am 25. April 1946 begann, angeklagt. Sie und ihre Mitstreiterinnen plädierten alle auf nicht schuldig im Sinne der Anklage wegen Kriegsverbrechen. Die Frauen schienen den Prozess nicht ernst zu nehmen. Sie sollen sich während des Prozesses unverschämt verhalten, gekichert und Witze gemacht haben. Der Prozess endete am 31. Mai. Gerda Steinhoff wurde wegen ihrer Beteiligung an den Selektionen und ihrer sadistischen Misshandlung von Gefangenen zum Tod durch den Strang verurteilt. Bei der Verkündung des Urteils weinte sie. Ihre Hinrichtung fand öffentlich statt und wurde zu einem Schauspiel des Grauens, das von offiziellen Pressefotografen festgehalten wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Polen nur 3 öffentliche Hinrichtungen von Kriegsverbrechern durchgeführt. Eine davon fand auf dem Hügel Biskupia Górka in der Nähe von Gdansk, dem ehemaligen Danzig, statt. Als am 4. Juli 1946 11 Nazi-Verbrecher aus dem Konzentrationslager Stutthof, darunter die 24-jährige Gerda Steinhoff, erhängt wurden, sahen 200.000 Menschen zu. An diesem Tag erlebte der Berg Biskupia Górka eine regelrechte Belagerung. 3 Tage zuvor hatten die Zeitungen das Datum der Hinrichtung bekannt gegeben. Unternehmen gaben ihren Mitarbeitern einen freien Tag und boten ihren Angestellten einen Fahrdienst zur Exekution an. Jeder konnte kommen, um die Hinrichtung mitzuerleben. Die Sicherheitskräfte befürchteten, dass es zu Lynchmorden kommen könnte, und die Miliz und die Armee hatten Schwierigkeiten, die große Menschenmenge zu kontrollieren. Der 4. Juli war sehr warm, die Sonne schien. Pünktlich um 17 Uhr brachten 11 offene Lastwagen die an Händen und Beinen mit Stricken gefesselten Gefangenen zum Hinrichtungsplatz. Auf der Ladefläche jedes der 11 Lastwagen stand ein Häftling. Insgesamt 6 Männer und 5 Frauen. Die Lastwagen wurden unter den Galgen gefahren und die Verurteilten mussten sich auf die Ladeflächen oder auf die Stühle stellen, auf denen sie zuvor gesessen hatten. Ehemalige Stutthof-Häftlinge in gestreiften Uniformen meldeten sich freiwillig als Henker und legten den Häftlingen eine Schlinge um den Hals. Die Hinrichtung wurde so geplant, dass die 11 Häftlinge nach dem Wegfahren jedes Lastwagens in der Luft hängen blieben, sodass ihre Körper nicht aus großer Höhe herunterfielen.
Dadurch brachen die Schlingen nicht das Genick und führten nicht zu einem sofortigen Tod. Diese Methode des Erhängens mit kurzer Fallhöhe führte bei jedem der Verbrecher zu einem qualvollen Tod durch Strangulation, der zwischen 10 und 20 Minuten dauerte. Als der Fahrer des ersten Lastwagens mit Johann Pauls, dem ehemaligen Kommandanten der Wache in Stutthof, den Motor anließ und sich langsam vorwärts bewegte, gelang es Pauls, bevor er von der Plattform rutschte und am Seil hing, Heil Hitler zu rufen. Er wird von der Menge beschimpft. Als Pauls Körper sich nicht mehr bewegte, setzte sich ein weiterer Lastwagen in Bewegung und ein weiterer Verbrecher begann mit dem, was die bei der Hinrichtung Anwesenden als einen Seiltanz beschrieben. Während sich jeder Lastwagen vorwärts bewegte, hatten die anderen Verurteilten die Gelegenheit, einen Blick auf das zu werfen, was sie in den nächsten Augenblicken erwartete. Als ein LKW-Fahrer den Motor mehrmals nicht starten konnte, stieß der ehemalige Stutthof-Häftling den Verurteilten von der Plattform. Die Menge winkte und die Menschen riefen: Für unsere Männer, für unsere Kinder. Als der letzte Häftling gestorben war, ließen die Sicherheitskräfte die Menge zum Galgen. Die Menschen traten und schlugen auf die Leichen ein, rissen Knöpfe ab, schnitten Stoffstücke aus ihren Kleidern. Die versammelte Menge wurde anschließend weggejagt und die Leichen wurden vom Galgen entfernt. Sie wurden in die Medizinische Universität Danzig gebracht, um als Lehrmaterial für den Anatomieunterricht verwendet zu werden. Um Gerda Steinhoff wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.